So, und wir kommen jetzt zur Geschichte von Tobias Ritter. Tobias Ritter, der bereits einmal hier bei uns war, nämlich im Februar diesen Jahres. Und um zu verstehen, was da passiert ist, schauen wir uns zunächst mal den folgenden Film an. Bitte schön. Endlich kann Tobias Ritter seine geliebten Söhne wieder in die Arme schließen. Nach 13 Monaten Suche und Verzweiflung. Seine Kinder wurden entführt von der eigenen Mutter. Ich freue mich so sehr, dass die Kinder zurück sind in ihre Heimat, dass sie hier ihren Alltag wieder haben und in die Schule gehen können und ihre Freunde sehen können. 2008. Ritters Ex-Frau Marinella zieht mit den Kindern Leonardo und Nicolo nach Italien, gegen den Willen des Vaters. Gerichtlich wird entschieden, dass die Kinder zurück zum Vater sollen. Er bekommt das alleinige Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen. Doch das Familienglück währt nur kurz. Am 19. Februar 2010 schlägt Marinella ein zweites Mal zu, entführt die Kinder aus dieser Bibliothek. Bei Markus Lanz schildert Tobias Ritter seine Verzweiflung. Ich habe mehrere Anwälte in Deutschland, in Italien. Und wir versuchen einfach, die Kinder zu finden und jegliche Grundlage zu schaffen, dass die wieder zurückkommen, eigentlich nach Hause. Im März dieses Jahres die Wende. Marinella wird von den italienischen Behörden verhaftet und gibt den Aufenthaltsort der Kinder preis. Ritter fliegt sofort nach Italien, sieht endlich nach 13 Monaten Ungewissheit seine Söhne wieder. Ich bin so glücklich, die Kinder einfach in den Armen gehalten zu haben und immer wieder zu knuddeln. Aber das Jahr, das ist nicht spurlos an denen vorbeigegangen. Zusammen mit seinen Kindern versucht er jetzt, in einen gemeinsamen Familienalltag zurückzufinden. Tobias Ritter, endlich wieder mit seinen Söhnen vereint. Ja, ein Happy End zunächst mal auf den ersten Blick. Aber gleichzeitig ein trauriger Fall, weil er zeigt, was auf dem Rücken von Kindern eigentlich alles ausgetragen wird. Da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Herr Ritter, was ist unmittelbar nach dem Auftritt hier bei uns passiert? Sie hatten damals keine Idee, keinen blassen Schimmer, wo Ihre Kinder sein könnten. Wie kam es dann so schnell zu dieser Wende? Ja, wir waren ein bisschen unglücklich über die Behörden, weil wir der Meinung waren, es würde nichts passieren. Also deutsche Behörden, italienische Behörden. Und im Hintergrund ist eine ganze Menge passiert, was dann natürlich erst später verstanden haben. Es war unser Zusammenkommen hier am 8. Ich finde das übrigens schön, dass Sie das mal sagen, weil häufig auf Polizei, auf Behörden und so weiter rumgekloppt wird, in solchen und auch anderen Fällen. Und im Hintergrund passiert tatsächlich eine ganze Menge. Da komme ich auch gerne noch mal kurz darauf zu sprechen. Aber das nur am Rande. Mhm. Genau. Aber sagen wir so, wir können es auch kurz ansprechen, die deutschen Behörden haben relativ wenig gemacht und die italienischen Behörden, die haben sehr viel gemacht. Und das entwickelt sich aber erst oder hat sich erst ergeben, nachdem die Kinder wiedergefunden worden sind. Das war genau ungefähr einen Monat, nachdem wir hier zusammensaßen. Ich damals natürlich ausgesprochen verzweifelt war. Ich meine, 13 Monate ohne Kinder, kein Lebenszeichen von denen gehabt zu haben, ist eine ganz grausame Situation. Mhm. Und einen Monat später, also Anfang März, bekam ich plötzlich einen Anruf, dass die Kinder, die Mutter der Kinder verhaftet worden sei. Und da habe ich dann bei dem ersten Telefonat natürlich sofort die Geschichte weitergesponnen und gedacht, jetzt müssen auch die Kinder irgendwann mal auftauchen. Aber das ist erstmal man muss dazu sagen, damit wir alle das auch hier auch verstehen, das ist ein Krimi, der sich da abgespielt Absolut. Hat. Ihre Ex-Frau hat diese Kinder zweimal sozusagen entführt, beim letzten Mal praktisch unter ihren Augen aus einer Bibliothek heraus entführt. Sie haben ihre Kinder kurz in einer Bibliothek zurückgelassen und gesagt, sucht euch was aus. Ich schaue noch mal 10 Minuten um die Ecke und bin gleich wieder da. Ja, es war nicht ganz so, es war ähnlich. Ich habe von zu Hause sie losgeschickt, um auch so ein bisschen ihnen die Freiheit zu geben, mal was alleine machen zu können. Mhm. Ich hatte die ja dauernd unter Beobachtung. Also es war ja bereits eine Entführung, hat stattgefunden. Und ich musste aufpassen, was jetzt da wieder passieren könnte. Denn ich hatte auch Hinweise damals, dass sie wieder entführt werden sollen. Also ich habe überall meine Fühler ausgestreckt gehabt. Man bekommt Informationen, ich bekam Informationen und ich wusste, dass sie entführt werden sollen. Dafür gab es Informationen und es gab auch einen Entführungsversuch, der dann vereitelt worden ist. Nebenbei bemerkt, diese Fakten und die Namen der Leute, die da beteiligt sein sollten oder beteiligt waren in diesem Entführungsversuch, hat die deutschen Behörden überhaupt nicht interessiert. Und im Nachhinein haben wir dann auch festgestellt, dass ein Teil dieser Leute tatsächlich an der Entführung, an der zweiten, die dann
stattgefunden hat, auch beteiligt waren. Nicht nur die Mutter. Das war so eine richtig professionelle Bande, absolut, nenne ich das jetzt mal. Menschen, die sozusagen offenbar gewerbemäßig sowas betreiben. Ja, da ist auch die Mutter der Kinder in so eine Mühle gekommen, hat sich einer bestimmten Gruppe angeschlossen und hat ja dann kriminelle Energien entwickelt. Jetzt müssen wir einmal eine wichtige Sache klären, um zu verstehen, was da passiert ist bei der Festnahme oder Verhaftung Ihrer Ex-Frau. Die Kinder waren verschwunden. Sie wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo die sind. Aber Ihre Ex-Frau musste zurückkehren nach Mailand, weil dort Verfahren, Prozesse anstanden, in denen auch Sie aufgetreten sind und sie auch zu erscheinen hatte. Deswegen wussten die Behörden sehr genau, wo sie ist, haben eine Hausdurchsuchung angeordnet, haben bei der Gelegenheit ihr Telefon verwanzt bzw. angezapft, haben Wanzen auch in dieser Wohnung installiert, um mithören zu können, was sie da spricht und um sozusagen Hinweise darauf zu kriegen, wo denn die Kinder sein könnten, die bis dato spurlos verschwunden waren. Das macht eine Staatsanwaltschaft natürlich nur dann, wenn sie Befürchtungen hat, dass etwas im Busche ist, also eine Verlagerung vielleicht in ein anderes Land, was auch immer. Oder jetzt würde man als Laie sagen, ist doch nichts einfacher als das. Also wenn die zum Prozess kommt in Mailand, diese Mutter, dann muss ich der doch nur hinterherfahren. Die wird ja die Kinder irgendwann mal besuchen. Dann müssen wir uns nur geschickt anstellen, das wird die nicht merken. Und irgendwann führt sie uns von selber zu den Kindern. Genau, und da hat sie natürlich akribisch aufgepasst. Also zunächst war die Mutter nach der Entführung, die eben im Februar vor 2 Jahren stattgefunden hat, war sie mit den Kindern zusammen, ist untergetaucht, wie wir im Nachhinein erfahren haben, durch die italienischen Behörden, Frankreich, Italien, sonstige Orte, die wir auch bisweilen nicht kennen. Und dann waren die wohl eine Zeit lang in Italien gewesen. Und weil aber parallel während der Entführung eben Verfahren, wie Sie gerade auch sagten, in Italien stattgefunden haben, es ging um die erste Entführung noch und den Rückführungsantrag der ersten Entführung nach Deutschland zurück, was ja erfolgt ist. Also wir waren in den diese Gerichtsverfahren in Italien, die waren eigentlich noch alte Geschichte, während eigentlich eine zweite Entführung stattfindet. Genau. Und da musste sie eben aus dem Versteck. Und dann muss man sich vorstellen, dass sie dann 5 Monate oder über 5 Monate die Kinder überhaupt nicht mehr gesehen hat und auch nicht uns oder den Behörden oder der Polizei den Weg zu den Kindern gezeigt hat. Und das ist ein interessanter Punkt. Also sie lässt die Kinder alleine. Ja, interessanter Punkt in der Geschichte, weil sie selber sich sozusagen auch plötzlich als Gegenstand von großer Berichterstattung in Italien wiedergefunden haben. Sie waren sozusagen der böse Vater, der böse Deutsche, der versucht, der italienischen Mutter die Kinder wegzunehmen. Und sie hat ja sehr geschickt sich inszeniert als jemand, der aus Sorge um die Kinder, diese Kinder zu sich nimmt. Das war natürlich in dem Moment dann nicht mehr so richtig zu halten, wenn man dann plötzlich merkt, 5 Monate Kinder nicht gesehen und das alles einfach, um nur den Aufenthaltsort nicht zu verraten. Ja, wir haben in Deutschland verpasst, eigentlich auf diesen Pressezug aufzuspringen, sagen wir mal. Da war sie uns natürlich, ich will nicht sagen eine Nase voraus, aber sie hat sich dargestellt als Märtyrerin. Sie ist in den Titeln der Zeitungen, der Zeitschriften, im Fernsehen bezeichnet worden als Mutter Courage, die für ihre Kinder kämpft, die ihre Kinder rettet. Ja, vor was denn bitteschön? Sie hat ihre Kinder gerettet vor dem bösen Vater oder vor den deutschen Behörden. So wurde es dargestellt. Also ich bin eigentlich immer da rausgenommen worden, aber im Endeffekt ist es vielleicht doch... Aber es war offenbar, ich fasse das auch nochmal zusammen, ein junger Staatsanwalt, der diesen Fall dann übernommen hat und der gesagt hat, da gehen wir jetzt nochmal richtig ran, der dann auch diese Abhöraktion initiiert hat und die dann dazu führte, dass man offenbar kurz bevor eine Überführung der Kinder in den Libanon, wenn das ich das richtig erinnere, das war sehr dramatisch, bevorstand, gesagt hat, da greifen wir jetzt ein, das können wir so nicht verhindern. Das konnte man aus diesen Gesprächen offenbar rekonstruieren. Ja, sie hat wohl nicht am Telefon gesprochen, weil sie davon ausgehen konnte, dass sie überwacht werden könnte. Aber wohl, wie wir das erfahren oder wie ich das erfahren habe, dadurch, dass die Wohnung verwanzt war, sind halt Handygespräche bzw. Skype-Aktivitäten, die sind wohl abgefangen worden. Und da ging dann wohl diesem Staatsanwalt, der sehr wohl da ein Auge drauf hatte, der sehr gut gearbeitet hat, das ist also ganz fantastisch gewesen, seine Arbeit, der hat dann irgendwann mal rausbekommen, dass die Mutter, die ja nun 5 Monate nicht mit den Kindern zusammen war, natürlich irgendetwas vorhaben musste, irgendwann in der Nacht- und Nebelaktion versteckt zu den Kindern zu kommen. Das war natürlich über Umwege, zum Beispiel über Marseille geplant. Die Kinder waren in der Zwischenzeit in Slowenien
Und das sollte irgendwie zusammengeführt werden. Und jetzt muss man sich das vorstellen, also die Mutter der Kinder mit ihren Helfershelfern steigt abends oder nachts ins Auto und dann kommen eben 7 Polizeiwägen, umzingeln die, nehmen sie und die Helfershelfer insgesamt 3 weitere Personen fest und fahren direkt nach also ins Gefängnis und haben sie dann überhaupt erstmal über Nacht verhört. Und warum haben sie das gemacht? Weil eben ein paar Tage vorher klar wurde, dass sie zunächst mal in den Libanon wollte. Mhm. Hat sich dann im Laufe dieser Verhöre, die dann stattgefunden haben, wo sie zunächst mal noch mal tagelang eisern geschwiegen hat, hat sie dann aber doch irgendwann den Aufenthaltsort der Kinder preisgegeben, hat gesagt, die sind in Slowenien. Bei wem waren denn diese beiden kleinen Jungs in Slowenien? Wer hat sich denn um die gekümmert? Also es musste ja weitere Helfershelfer geben, also nicht nur die Entführershelfer, sondern es war in dem Fall die eigene Familie, es war die eigene Mutter, die jetzt sich natürlich auch verantworten muss wegen Kindsentführung, weil ich meine, sie können nicht Kinder einfach nehmen, ins Ausland verfrachten und versteckt halten. Die Kinder durften, das haben wir auch später über den Staatsanwalt erfahren, die durften das Haus, was sie wohl angemietet hatten, in der Nähe vom Meer nicht verlassen. Die Nonna, also die italienische Großmutter, ist alleine einkaufen gegangen, so wird es dargestellt. Die Kinder mussten zu Hause bleiben, die waren nicht in der Schule, sie haben keinerlei Fortbildung erhalten, sie haben überhaupt keine Kontakte zu anderen Kindern gehabt, also kein soziales Umfeld. Die beiden sind jetzt 9 und 13, das heißt, sie waren 8 und 12 und da muss viel passieren mit Schule, Freunden und sozialem Umfeld. Das ist das eine. Was muss denn sonst passieren? Also der Moment, an dem Sie nach dieser langen Suche und nach diesen dramatischen Verwerfungen, die es da gegeben hat, diese ganze Logistik, die da jemand aufgebaut hat, nur um Sie davon abzuhalten, Ihre Kinder zu sehen. Irgendwann ist der Moment da, an dem Sie Ihre Jungs wiedersehen. Was war das für ein Moment? Ja, das war eigentlich schrecklich aufregend für mich, für alle Beteiligten, auch glaube ich wahnsinnig ergreifend. Zunächst eben die Verhaftung der Mutter meiner Kinder und dann bin ich relativ kurzfristig nach Rom geflogen in eine Live-Sendung und während dieser Live-Sendung in Rom bei Rai wurden zugeschaltet die beiden Anwältinnen von ihr direkt vorm Gefängnis und die beiden haben der Journalistin von Rai ins Mikrofon gesagt, die Mutter wird den Aufenthaltsort ihrer Kinder niemals preisgeben, denn die würden ja nach Deutschland zurückgebracht und deportiert, so Worte sind gefallen. Und sie will auf keinen Fall zulassen, dass ihr die Kinder weggenommen werden. Das ist immer ihre Angst gewesen, dass ihr die Kinder weggenommen werden. Niemand wollte ihr die Kinder wegnehmen, wollte ihr die Kinder nicht wegnehmen. Aus welchen Gründen auch immer, muss auch noch einmal sagen, ein Gericht hat Ihnen das Sorgerecht für Ihre Kinder sozusagen immer wieder auch bestätigt. Ja, auch in Italien habe ich diverse Prozesse immer für sich entschieden, weil man gesagt hat, die Mutter macht das auf eine seltsame Art und Weise und wird ihnen die Kinder irgendwann entziehen. Seltsam ist nett ausgedrückt, Herr Hans. Ja, ich versuche da diplomatisch geschickt, mich da vorzutasten. Mhm. Irgendwann kommt der Moment und dann stehen Sie plötzlich wieder vor diesen beiden Jungs. Wie haben die auf Sie reagiert? Ja, also erstmal hatte ich ein ganz schreckliches Wochenende und ich wusste nicht, was jetzt mit den Kindern ist und wo die sind und ob die Mutter das jetzt eben preisgibt und unter Folter oder was auch immer man ihr diese Information, wo die Kinder sind, entlocken muss. Und Montag früh um 8, das waren also jetzt 4 Tage, nachdem sie verhaftet worden ist, kam dann die Information, habe ich dann den Anruf bekommen, die Kinder sind gefunden. Und am nächsten Tag hatte ich sowieso einen Termin, wieder vor einem Strafgericht in Mailand, wo ich als Zeuge aussagen sollte, wegen des ersten Verfahrens, also es überschneidet sich. Da wollte ich eigentlich gar nicht hingehen, ich habe gesagt, den Termin sage ich ab, aber das war auch ein von der Presse verfolgter Prozess, den konnte man nicht platzen lassen. Aber ich habe gesagt, ich will jetzt einfach meine Kinder sehen. Ich wäre auch am Montag hingeflogen, aber da hat man mich abgehalten davon. Dienstag sowieso schon alles geplant und gebucht gewesen. Und dann habe ich diese Höllenqualen in diesem Prozess, in dem Gerichtssaal, im Justizpalast, wo jetzt auch Berlusconi sitzt, da musste ich... Ganz feine Gesellschaft, ja. Ja, mich da vielen Fragen unterziehen als Zeuge. Und habe auch immer wieder gesagt, ich möchte jetzt einfach, dass das schneller geht, weil ich meine Kinder sehen möchte. Und dann am Abend, das war immerhin 36 Stunden, nachdem ich die Information hatte, dass die Kinder zurück sind oder gefunden worden sind, habe ich sie dann in die Arme schließen können. Der Moment war schwierig, der war verflixt schwierig. Da war ich sehr nervös.
Sie waren nervös. Wie waren denn die Kinder? Wie waren die Jungs? Die waren verändert. Die waren vollkommen verändert. Die waren, erstens ist es Februar, es ist März, sie waren sehr blass. Ich habe da natürlich Blässe interpretiert. Die Armen, wie sehen die denn aus? Wobei sie sahen ganz normal aus und es ging ihnen gut. Aber diese Zeit, die sie da mitgemacht haben, ohne andere Kinder, ohne Vater, ohne Freunde, ohne jeglichen Kontakt, ohne Mutter. Muss ich auch noch dazu sagen. Fünf Monate ohne Mutter. Waren Sie in der Lage, mit denen zu kommunizieren? Welche Sprache haben die denn gesprochen? Italienische Großmutter. Der Leonardo hat versucht, Deutsch zu sprechen mit Akzent. Nicolo hat grundsätzlich nur Italienisch gesprochen. Also ich habe das schon mal bei der Erstentführung gehabt, nach fast einem Jahr, dass der Kleine nur Italienisch gesprochen hat. Das hält dann oder hielt dann 4 Wochen ungefähr an, hat dann so langsam sich wieder zurechtgefunden in der deutschen Sprache. Der ist beiden Sprachen sehr, oder beide Kinder sind beiden Sprachen sehr mächtig. Sie haben dann, ich raff das ein wenig, Sie haben dann versucht, sehr viel Zeit miteinander zu verbringen. Stelle ich mir nicht einfach vor, als jemand, der auch noch einen Beruf hat. Sie haben eine kleine Speditionsfirma. Da reden wir dann irgendwann auch über existenzielle, auch über finanzielle Natürlich. Dinge, ja, die dann auch eine Rolle spielen. Das ist etwas, was Ihr Leben tatsächlich von einem Tag auf den anderen wirklich dramatisch verändert hat. Und jetzt versucht man, in sowas wie Alltag wieder reinzukommen. Sie mit Ihren beiden Jungs in der Nähe von München. Gelingt das? Der Alltag ist machbar, ja. Und das, wir sind alle drei sehr stark und finden uns im Alltag recht gut zurecht. Es ist gut organisiert bei uns, aber es ist nicht, wie sagt man, gut Kirschen essen oder nicht alles als Gold was glänzt sozusagen, weil wir natürlich auch in gewisser Weise Angst haben, was uns die Zukunft beschert. Die Zukunft ist nicht einfach für uns. Weil Sie Angst haben, dass das Kind oder die Kinder möglicherweise... Ja, ich weiß nicht, wie sich das Verhältnis zwischen den Kindern und der Mutter, was ich wünsche, dass es das, gut Das wäre meine wird. Letzte Frage. Kinder sind in der Lage, unglaublich viel zu ertragen und wegzustecken. Und was auch immer passiert, Kinder lieben immer beide, Natürlich, Mama ist gar und keine Papa. Frage. Wie gehen Sie damit um? Sie haben Kontakt zu Ihrer Mutter, das ist eingerichtet, kontrolliert. Das ist auch vernünftig, soll auch irgendwann ein Zusammentreffen stattfinden. Aber die Kinder gehören einfach nach München und die sollen ihren Alltag haben und ich kann ihnen den gewährleisten und das ist eben mit dieser schwierigen Mutter, denke ich mir, nicht so einfach oder wäre für die Kinder nicht so einfach. Die sind jetzt am dem Ort, wo sie sein sollen. Ich erinnere mich sehr gut, dass wir bei dieser Gelegenheit, als wir uns das erste Mal begegnet sind, gefragt haben, die Suche nach dem Motiv. Warum macht die das? Warum? Ja, das ist, haben Sie da mittlerweile ein Gefühl dafür entwickelt? Ja, das ist Egoismus. Das ist, weil die Mutter glaubt, die Kinder seien ihr Eigentum, ihr einziger Eigentum, aber ihr Eigentum. Dieses Recht an den Kindern beansprucht sie für sich alleine und duldet es nicht, dass es eine zweite Person gibt, der Vater, ich, der ja auch Anteile an den Kindern hat. Ja. Offenbar jemand in einer psychischen Ausnahmesituation, denn eigentlich war ja nach ihrer Trennung alles gut geregelt. Das war das Besuchsrecht geregelt, das Sorgerecht war klar geregelt, klar geteilt. Also insofern... schwierige Geschichte. Freue mich sehr, dass dieses Happy End für Sie in gewisser Weise... Das Happy End setzen wir in Anführungszeichen. Genau, im Moment in gewisser Weise gut gegeben und wir hat. Hoffen, dass es so bleibt. Ja, seien Sie ein starker Vater. Herzlichen Dank, Tobias Witter. Vielen Dank für den Besuch bei uns in der